Servus, guten Abend, willkommen zu Super Mario Maker 2, die Endless Challenge mit Toadette. Es geht weiter, es wird vermutlich sogar enden, zumindest glaube ich nicht, dass wir nochmal ungefähr 2 Stunden durchhalten, beziehungsweise eine ganze Map clearen, aber die 50 geschafften Level, das ist mein Ziel und da stehen wir kurz davor, also let's go! Der Controller liegt noch aus irgendwelchen Gründen viel zu weit weg. Und seht mal hier, habe ich mir letztens im Müller gekauft. Kein Placement oder so, aber ich fand die Tasse so geil von Zelda. Man sieht jetzt natürlich nicht, was da eingraviert ist, weil das nur so, so kleine Details sind. Aber es sind so Retro-Elemente auf dieser goldenen Tasse. Und ich fand das sehr, sehr geil. Ich musste die mitnehmen, als ich sie gesehen habe. Was, glaube ich, nur 15 Euro. Und gibt es bestimmt auch nicht nur bei Müller. Wie gesagt, kein Placement. Aber da habe ich es gefunden und, ja, habe es mitgenommen. Ich wollte mir nämlich die neue Link-Amiibo kaufen. Die für Link's Awakening. Und die gab es einfach nirgends. Nirgends. Aber verschiedensten Elektronikläden. Keiner hatte sie. Echt heftig. Aber Nintendo wird auf Ehre schicken, damit wir dann für den Zelda Link's Awakening Stream bei Boris alles parat haben. Dankeschön, Nintendo. Und ich sag Dankeschön an Strix2000 für sein Twitch Prime Sub. Vielen, vielen Dank. Vor 2 Stunden sogar schon. Und Gamer TV Games ist ebenfalls Mitglied geworden. Ah, und jetzt sehe ich das auch. Da steht jetzt Willkommen bei dem Unity-Mitglied. Das war im letzten Stream noch nicht so, wo alle gesagt haben, yo, cool, jetzt kann man sehen, was für ein VIP-Abo die Leute aktiviert haben. Das wurde dann wahrscheinlich gerade erst freigeschaltet, dieses Feature, weil bei mir war das noch nicht verfügbar, aber jetzt steht's da. Dann sage ich, glaube ich, ab jetzt immer, den Rang. Also, danke für deine Dom-Unity-Mitgliedschaft, lieber Gamer-TV. Sau nice. Ging die Glocke eigentlich raus? Ja, vor einer Minute. Dankeschön. Danke, YouTube. Und let's go! Auch wenn das Mario sagt. Wir spielen natürlich mit Toadette. Haben nur noch 16 Leben. Die gab's auch zum Release nicht bei mir, die Amiibo. Echt? Das ist belastend. Oh shit. Das Level ist auch sehr belastend. Moment, steigt die Lava permanent. Achso. Ja, das ist immer so das Problem bei diesen Leveln. Du weißt nicht, wie krass die Lava ansteigt. Das ist natürlich echt kacke. Ein Leben versenkt. Mach mal noch einen Versuch. Aber ich glaube, das Level ist zu heftig. Das ist nur. Ist nur dazu da, um Leben zu versenken. Na gut, noch eins. Also eine einigermaßen brauchbare Leistung braucht's schon. Aber, ey. Das ist so ziemlich das ungünstigste Level, was ich jetzt hier als erstes hätte bekommen können. Ernsthaft. Gibt's hier eine Katzenglocke? Nein. Schade. Aber ist schon sehr, sehr ungünstig. Auch wenn man nicht hätte zweimal failen müssen. Ich weiß. Checkpoint. Ja, vielleicht schaffen wir es ja. Bin sogar gewillt, Digga, durchzuziehen. Aber was ist denn das? Das ist doch richtig unfair. Ich hätte mich treffen lassen sollen, weil jetzt bin ich eh klein. Oh Mann, was ein Scheiß. Ich glaube, du darfst da die Röhren nicht nehmen. Ja. Woher willst du denn das wissen? Das ist so richtig hardcore Trial and Error. Aus denselben Gründen sind auch die... wie heißen sie denn gleich? Speedruns. Nicht so geil für diese Challenge. Ja, aber ich mach das Level jetzt. Ich mach's jetzt. Und werd's hoffentlich auch packen. Boah, ist das gemein. Mega. Natürlich noch ein Katzen-Bowser. Muss ja sein. Man kennt's. Oh, dammit. Ich wollte da abkürzen. Brauche ich das Auto? Auch so eine Sache, die man nicht weiß. Nee, das ist das Ziel. Das ist das Ziel, Digga. Yes! Okay! Ein Leben haben wir wieder reingeholt, aber ja, zwei sind verloren und dann nehmen wir noch ein leckeres Tomatenbad. Mmh. Bestes Format. Die Endless Challenge. Oh, danke für das Lob. Fuck, du warst soweit. Na, ja, ich habe jetzt durchgezogen. Weil ich habe auch gespürt, dass es zwar böse ist, aber man doch
eine Chance hat. Man muss halt wirklich ein paar Leben investieren. Aber ich ärgere mich über die zwei Fails am Anfang. Einer hätte da wirklich gereicht. Bullshit. 2500 Zuschauer direkt zum Start. Na dann, hallöle und willkommen. Chiriro, danke für zwei Münzlis. Kann man wieder mit einem Mario Kart 8 Community Part rechnen? Mario Kart 8 ist gefühlt wirklich ausgelutscht. Ich habe ja jetzt zwei Parts mit Pete's Meat gemacht. Aber da merkt man schon, Interesse ist jetzt eher so, ja, semi vorhanden. Aber ich verstehe es auch. Mario Kart 8 ist schon so lange auf dem Markt. Wir brauchen langsam mal Mario Kart 9. Oder? Wobei ich mittlerweile Mario Kart Tour, auch wenn es Pay-to-Win ist und man sich super häufig drüber aufregt, irgendwie bockt's halt auch. Ja? Mario Kart Tour ist so ein zweischneidiges Schwert. Sehr gut gemacht, GG. Vielen Dank, vielen Dank. Es hat sich gelohnt, durchzuhasseln. Pokémon Royal Go, danke für deinen Dom-Unity Mitglied Upgrade Sub. Und Dom Fanarts, du auch. Willkommen in der Dom-Unity. Erst jetzt? Okay. Nee, da steht da ein Pilz nebenbei. Komisch. Rainwashed Beetles. So, dieses Level müssen wir noch schaffen. Dann ist das Mindestziel von 50 Leveln erreicht. Was ist das? Was ist das? Soll den noch nehmen, den Helm, ne? Kann man da durch? Ja, oder? Also so ganz verstehe ich es nicht. Wie komme ich jetzt an den Schlüssel? Gut, mit dem Helm kann ich den ja hochhauen, den Typen da. Aber was bringt das? Ach, warte, Bruder. Ich glaube, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ist halt ein Rätsellevel. Ich glaube, ich habe es geschnallt. Eigentlich ist es nicht so kompliziert. Alles klar. Alles klar. Aber ob wir alle Challenges schaffen, ich weiß es nicht. Oh, ich sehe schon heftige Donation, aber ich gehe nach dem Level drauf ein. Wie immer. Aber schon mal vielen Dank an den GamerTV. Ich lese gleich vor, was du geschrieben hast. 200 Sekunden für das Level. Weil die Belastung ist heute wieder ziemlich groß. Also ich gebe zu, ich spüre den Druck. Sehr. Auch wenn wir nichts zu verlieren haben. Wir haben Maris Rekord gebrochen. Das war das Ziel. Stehen vor den 50 Leveln. Das ist echt in Ordnung. Was muss ich denn hier jetzt schon wieder machen? Aber die Rätsel hier sind auch echt seltsam. Am Ende gar nichts oder was? What the fuck? Ich mag das Level nicht. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, also seid mir nicht böse, ich skip das. Das ist mir zu konfus, Alter. Was soll das? Ich verstehe das nicht, was das soll. Das ist so richtig random. Gefällt mir gar nicht. Gib mir eine schöne Challenge, wie jetzt gerade. Sowas wollen wir doch haben. Bist du noch dieser Rezo? Nee, eher nicht. Das ist ein Speedrun? Ja, das ist ein Speedrun. Okay, Belasto. Also, Gamer TV Games. 100 Münzen gedroppt. Ich liebe deine Videos. Kannst du Brawl Stars spielen? Das ist ein Handygame, glaube ich, ne? Du weißt, dass mein Kanal eher auf Nintendo ausgelegt ist. Also. Schwer. Tut mir leid, dir da eine Absage erteilen zu müssen.
Only one chance. Ach, kommt denn jetzt nur noch sowas? Wobei, warte mal. Es ist eigentlich... Es ist besser als das Level davor. Aber auch halt richtig hardcore. Ernsthaft. Das Troy kann sich aber sehen lassen, würde ich sagen. Aber das ist auch zu random. Das ist auch viel zu random. Gibt dir das? Das ist halt nichts für eine Challenge. Ich liebe das, mich an solchen Leveln, ja, zu versuchen und stärker zu werden und alles zu lernen, aber Bruder. Da versenkt man halt nur noch sein Leben. Einen Versuch gebe ich dem noch, weil es eigentlich schon cool designt ist, aber Digga. No chance. Ich hoffe, dass das Ziel nicht weit weg war. Das ist der einzige Grund, warum ich es noch weitermache, aber ich glaube, da bin ich schief gewickelt. Warum ist das nicht in sehr schwer? Spast. Ja, schade. Schade. Aber er ist ehrlich mit Only One Chance. Ich würde das Level gerne liken. Aber ich finde es sehr ungeeignet für diese Challenge. Roller Schäfer, danke für 5 Münzlis. Frau beim Wally, Kids im Bett und Dommy live. Hört sich gut an. Löse alle roten Powerblöcke aus. 43. Okay. Rote Münzen sind auch dabei. Ich glaube schon mal nicht, dass das Level gut ist. Ja, damit... damit liege ich Gold richtig. Was ist das für ein Mist? Da bräuchte ich fast das andere Level geskippt zu haben, aber ja, das ist halt wirklich ungeeignet, leider. Komm, Stern. Stern! Ich muss nochmal zurück, weil man hat auch nur 120 Sekunden hier. Wie will ich das denn so schnell schaffen wieder? Also kann ich auf den Gegner wirklich laufen? Tatsächlich. Also wenigstens was Neues gelernt. Skip. Ja, ich bin echt am Überlegen, ne? Ja, aber schauen wir erstmal. Da sind die Powerblöcke. Wenn auch nicht alle. Wo sind denn jetzt die letzten drei? Oder habe ich mich doof angestellt? Ja, lol. Alles klar. Wo kamen die denn her? Huch. Aber ich glaube nicht, dass da jetzt so schnell das Ziel kommen wird. Oder? Aber was ein Bullshit. Wäre aber wichtig, wenn wir das schaffen. Und uns hier einfach 3 Leben holen, Leute. Das ist so wichtig. Yes. Nice. Richtiger Müll, aber kam zum richtigen Zeitpunkt. Darauf erstmal einen Schluck aus der goldenen Tasse. Der goldenen Kamera in der Hand. Okay, genug Flex. Genug Flex. Der Erste, der es durchgespielt hat. Woran könnte das wohl liegen? Alle, die das spielen, denken sich sofort, Bruder muss los. Kriegt auch ein Dislike, weil Bruder... nein, einfach nein. Oh, wie er abgeht. Eigentlich... Frechheit, dass ich noch nicht alles vorgelesen habe. Das holen wir jetzt nach. Board Banana, danke für 2,29. Auf, Tommy, wie lange streamst du heute? Na, so lange, wie ich durchhalte. Wobei, nein, stimmt nicht ganz. Wir machen natürlich irgendwann Schluss. 1-2 Stunden. Pinguin zockt, danke für deine Domunity Ehrenmitgliedschaft. Also die höchste Stufe. Gut, es gibt nur 2, aber trotzdem. Vielen, vielen Dank, Pinguin zockt. Und willkommen, viel Spaß mit den Emojis. Und allem drum und dran. Shidori, danke für 2 Münzlis und Thunchen für 5. Ein Mario Kart 9 mit Strecken von verschiedenen Ländern wäre doch mal was
Die noch viel Glück. Ja, habe ich auch in Markatur gesagt. Ich finde dieses Konzept mit den realen Vorbildern wirklich cool. Das könnten sie echt übernehmen. Genauso wie diese X-Versionen und das Rückwärtsfahren auf einer Strecke. Sau nice. Alex Aigner, 10 Münzen dagelassen. Bin gestern Mitglied geworden, weiß nicht, ob es dir noch angezeigt wird. Leider nein, aber... Also, steht hier auch nicht. Hä? Es wird mir noch nicht mal bei der Donation angezeigt. Bist du sicher, dass es geklappt hat? Moment. Ah, ist auch egal. Wird schon stimmen, auf jeden Fall danke dir. Aber mach das am besten nur in den Streams, weil du siehst ja, sonst wird es nicht angezeigt. Und ich glaube, man will dann schon den Shoutout haben, nicht wahr? Raphael Wall, ich danke für 10 Münzen. Mark Hart 8 ist schon so lange auf dem Markt und verkauft sich immer noch sehr gut. Wann glaubst du, würde ein Mark Hart 9 kommen, beziehungsweise haben sie schon begonnen, daran zu arbeiten nach Mark Hart Tour? Ja, weiß ich jetzt nicht genau. Ich denke mal nicht aktiv, aber so ein paar Gedanken werden die sich mit Sicherheit schon gemacht haben. Aber klar, werden sich jetzt erstmal auf Mark Hart Tour konzentriert haben, weil es halt einfach mehr und schnelleres Geld einbringt. Mark Hart 9. Oh, vielleicht in 2 Jahren ein Thema, aber früher nicht, denke ich. Tom Fenner, 2 Münzen. Zwar immer noch erkältet. Aber Stream rettet den Abend. Dann gute Besserung. Gerade sind viele krank. Juli war es auch. Und auf Instagram habe ich es auch sehr häufig gelesen. Nicht schön. Mich hat es zum Glück noch nicht erwischt. Darf gerne so bleiben. Airship Attack. Sammle alle Münzen. Wieder so ein Shit, den ich gar nicht mag für diese Challenge. Sieht nach einem Title-Screen-Level aus, aber ist es mit Sicherheit nicht, oder? Der wird doch hier jetzt nicht das Title-Screen-Level mit Münzen einfach gemacht haben. Wobei ich mir auch sicher bin, das hatte schon Münzen. L? Erstmal so richtig extreme Hardcore-Level, die eigentlich in sehr schwer gehören, und jetzt sowas? Fehlt nur, dass ich irgendwie ausrutsche und sterbe. Ja, aber warten wir mal ab. Vielleicht hat er sich fürs Ende was ganz Tolles einfallen lassen. Aber das ist das Title-Screen-Level, Leute. Ich werde das aber definitiv nur einmal probieren, wegen dem Scrolling. Sollte da am Ende jetzt irgendwas ganz Krankes abgehen, ich habe keine Lust, hier dieses ganze langweilige Zeugs nochmal zu machen. Und ich glaube, ihr wollt auch nicht nochmal diesen Shit sehen. Also, ja. Wir versuchen es nur einmal. Ah, okay. Das hier ist vielleicht die Schwierigkeit, diese Stelle mit den Münzen. Aber wenn du da ein bisschen wartest, kann eigentlich auch wenig schief gehen. Boah. Also ich kann mitleben. Oh, und ich bin nicht sicher, sind die Kanonen da unten neu? Möglicherweise. Warum fehlt mir jetzt eine Coin? Sag mir jetzt nicht, ich habe eine verpasst. Warte, in deinem Ernst? Verarscht er mich jetzt? Stimme ich jetzt oder habe ich wirklich eine verpasst, Leute? Das darf nicht wahr sein. Was ist mit dem Greenscreen eigentlich los? So ein komischer Schatten wird da geworfen. Belastend. Also ich warte jetzt mal. Coinblock. Wo war dann Coinblock? Bestimmt ein unsichtbarer Coinblock. Aber viele schreiben, ich habe einen Coinblock übersehen. Fragezeichenblock. Wo denn?
Am Anfang oder was? Also, habt ihr ihn gesehen oder glaubt ihr, es ist ein Unsichtbarer versteckt? In dem Fall bringe ich mich um und mach's nochmal. Ich meine, wir kriegen ein Leben. Und das ist an sich ein einfaches Level, aber was zur Hölle ist hier denn schiefgegangen? Wo zur Hölle war da ein fucking Fragezeichenblock? Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Alter. Oder da, wo das Scrolling so nach oben geht. Das kann sein, dass da ein Block war. War ein sichtbarer Block? Wo? Wo? Der hier? Hab ich den geskippt? Ne. Nee. Das war der Pilz. Was zur Hölle? Wo? Also es war ein offensichtlicher Block. Nicht dein Ernst. Niemals. Aber Blue hat ihn offenbar auch nicht gesehen. Fuck. Anfang, Mitte, Ende. Also ich vermute hier oben. Hier oben links. Ich glaube, aber das war doch auch nur ein Power-Up. Ja, das ist doch auch nur ein Power-Up. Wo war der Scheißblock? Ich befürchte, es ist ein Unsichtbarer. Also ich denke, ich habe diesen zweiten Pilzblock nicht aktiviert, deswegen denkt ihr, dass da die Münze drin... jetzt bin ich auch noch lost. Oder hier? Da bin ich doch auch zurückgehüpft. Das ist, glaube ich, ein unsichtbarer Block. Ach, leck mich am Arsch. So gegen Ende. Ja, nee, ihr meint schon den. Ihr meint schon den mit dem Pilz. Ihr meint den mit dem Pilz. Siehste? Siehste? Mann, fuck. Ich hab den halt bewusst nicht genommen, weil ich wusste, dass da ein Pilz drin ist. Ja, ja. Ja, ja. Dieser kleine Sohn hat irgendwo einen Invisible Coin Block platziert. Und ich hab mich jetzt auch noch umgebracht, ne? Das ist das ehrenlos. Das ist so hart ehrenlos. Es ist so ehrenlos. Er hat safe den unsichtbaren Block irgendwo an den Anfang hingeklatscht. Und das war ein Pilz, wie ich vermutet habe. Ja, ich auch. Ich auch. Aber kein Vorwurf vor den Chat. Das ist schon okay. Der Levelersteller ist einfach ein... Ihr wisst schon. Fuck mich sowas ab, ne? Ein Dragon Quest Level haben wir jetzt hier. Das ist ein bisschen einfacher. Was ist hier schon einfach? Ich weiß, aber... schaffbar? Erstmal damit, weil das ist halt wirklich Verarsche. Einfach irgendwo ein. Kommt dann noch einer? Ah! Das ist so scheiße herzlos! Dragon Quest Demo jetzt erhältlich? Ach ja, echt? Du hast den Schlüssel, ne? Gib mir den Schlüssel. Ich geh vorsichtig vor. Trau mich jetzt nicht, ihn schnell zu besiegen. Diese blöden Effekte die ganze Zeit. Hör auf damit. Hat
da überhaupt keinen Bock drauf. Hier, dieses Licht oder diese Katzentatze, es nervt. Seenotdauer und die Werbung. Ja, ich habe ja YouTube Premium, ich sehe tatsächlich gar keine Werbung mehr. Aber an sich nicht unklug, dass da Werbung geschaltet wird. Finde ich sinnvoll. Leider kein Leben bekommen dadurch. So, der Bosskampf wird aber mit Sicherheit nicht das einzige sein, was man hier zu tun hat. Stimmt's? Bekommt jetzt mal ein Checkpoint vielleicht? Oder ein Power-Up? Wenn ich jetzt Ahnung von Dragon Quest hätte, ne? Dann wüsste ich, was in etwa noch auf mich zukommt. Kann ich der Tür vertrauen? Hat der eine Blume? Ich glaube, das soll ein Shop-Verkäufer darstellen, aber dann hat er nicht mal was. Also, doch, aber ich komme da nicht ran. Ah, Mann, Alter. Und wenn ich da jetzt reinspringe, komme ich nicht mehr raus. Das lasse ich lieber mal sein. Das ist das Ziel. Dann war das Level ja sogar... ja, einfach. Aber wir müssen das abbekommen. Kann ich das überhaupt bekommen? Nein. Kann ich nicht. Ja, okay. Aber geschafft. Sorry, wie war eigentlich die Gamescom? Die Gamescom ist schon 2 Monate her. Warum fragst du mich jetzt danach? Hab sogar in einem Stream darüber geredet. Gamer TV. Aber ja, Gamescom war wieder sehr chillig. Ich hab halt mein Handy verloren, was belastend war, aber es hat Spaß gemacht. Etwas organisierter als letztes Jahr. Also von meiner Seite aus. Das war angenehm. Ich freue mich auch nächstes Jahr wieder drauf. Und danke für die 50 Münzen. Daniele G, danke für 2 Münzen. Wick Road Level Robin ist Community-Mitglied geworden. Nota HD ebenfalls. Ach so, jetzt glaube ich, verstehe ich das, weil bei ihm steht auch so ein Pilz. Ich glaube, jetzt werden die Upgrades angezeigt. Also wenn ein Monat vergeht und man zum Pilz wurde, beispielsweise, oder vom Pilz zur Shinesprite und so weiter und so fort. Ah, okay. Pinguin sagt, eine Münze, Rebai Session 2, würdest du Earthbound spielen? Nee, nicht so mein Stil, leider. Gamer TV ist Community Ehrenmitglied geworden, vielen lieben Dank für das Spezialabo. Janine, Epps und Octo Sophie, einmal normales Mitglied und Ehrenmitglied. Oh mein Gott, ist das so viel auf einmal. Natascha Misch, 10 Münzlis und Dennis Nickel 5. Zwar erst durch einen anderen Stream auf dich gekommen, aber seitdem schaue ich gern deine Videos. Durch einen anderen Stream? Das ist ungewöhnlich. Aber cool. Super Mario Maker 2 World Refree. Bitte sag mir, dass ich hier One-Ups bekommen kann, um die Chance von eben wieder etwas auszugleichen. Münzen, Münzen, Münzen. Ich brauche Münzen. Ganz, ganz viele Münzen. Hier gibt's auch viele Münzen. Die Frage ist, kann ich mir wirklich so viel Zeit nehmen dafür? Ich glaube, jetzt reicht's erstmal. Komm mal her, Buhu. Das sind 2. Egal. Wir springen durch die Mitte und weiter geht's. Glaubst du, das Handy irgendwie wiederzubekommen? Nein, das Handy ist weg. Das ist schon auch völlig abgehakt. Als ob ich nach über einem Monat das Handy wiederbekomme. Ich habe ja auch Anzeige erstattet. Da kam jetzt diese Woche Brief von der Staatsanwalt... Sprachenlernen-Bubble. Und der sprach... Nein, Kurwa! Von der Staatsanwaltschaft! Bin ja froh, dass ich nicht so viel mit denen zu tun habe, dass ich es nicht aussprechen kann, aber trotzdem... Staatsanwaltschaft Köln hat mir einen Brief geschickt. Erstmal dachte ich so, Bruder muss los, was habe ich getan? Aber ja, stand nur drin, die Anzeige wurde eingestellt. Es kann kein Dieb oder whatever gefunden werden, dachte ich mir schon. Aber
ja, ich wollte halt alles probieren, was in meiner Macht steht, um da wieder ranzukommen. Aber ja, dass es nicht viel bringt, war mir auch klar. So, wo ist jetzt hier ein P-Switch, Alter? Jetzt sag mir doch nicht, dass das ein Invisible Block ist oder so. Hier oben, oder was? Nein? Das Level sah anfangs okay aus. Das hat sich dann hiermit wohl erledigt. Oh, warte. Hier. Hm? Und damit jetzt nach links? Oder was? Also irgendwo ist auf jeden Fall ein P-Switch versteckt, das ist mal klar. Hier ist es... nicht? Ist ein schwieriges Wort, ne? Eigentlich super einfach, aber ich bin heute auch brutal müde, muss ich sagen. Musste heute übelst früh aufstehen, weil ich einen Termin beim Autohaus hatte. Darf ich das da hinlegen? Das ist so richtig dumm! Es ist richtig eklig gemacht. Und hier aus komme ich da nicht ran, ne? Aber ich glaube, es ist nur diese eine Challenge. Also ich hatte einen Termin beim Autohaus. An meinem Wagen musste was gemacht werden, an der Elektronik, keine Ahnung. War eine Rückrufaktion. Musste sau früh aufstehen und hatte viel zu tun nachts. Videos, daher... nicht so viel geschlafen. Scheiße! Könnte damit zusammenhängen. Okay. Hoffen wir mal, dass da noch schon das Ziel kommt, weil, ja, ich hab nicht viel Zeit. Nur noch 120 Sekunden. Aber es wäre auch ein bisschen billig. Na gut. So einen unsichtbaren P-Switch da zu verstecken, ist so oder so billig, muss ich gestehen. Okay, noch eine 10er-Coin. Nehme ich natürlich gerne mit. Generell gibt es hier viele Münzen, aber ich muss mich jetzt echt aufs Weiterkommen konzentrieren, sonst sind wir gleich RIP. Da kommt noch irgendeine Challenge. Ich denke nicht, dass er jetzt das Ziel schon raushaut. Oder? Komm, sei ein Ehrenmann. Sei ein Ehrenmann. Sei ein... Checkpoint? Bist du bescheuert? Ja, war ja klar. Hier ist auch irgendwo was Unsichtbares. Ach, ist doch lame. Überleg echt, ob ich das skippe, weil... Junge, was soll das? Okay, ein Powerblock ist da. Aber was soll ich mit dem machen? Oben ist eine Tür? Das ist halt so richtig schlecht. Aber wenn wir es schaffen, 3 Leben, Freunde. Komm. Da ist, denke ich, eine Ranke. Nee, der P-Switch. Wofür ist der P-Switch? Wofür ist der P-Switch? Habt ihr irgendwo eine P-Switch-Tür gesehen oder so? Wir werden es wahrscheinlich in den 30 Sekunden eh nicht mehr schaffen, aber... wofür ist der? Wieso ist das billig, kreativ zu sein? Also wenn du das Level meinst, findest du es wirklich kreativ, irgendwelche Invisible Coin Blocks zu platzieren? Das ganze Level drauf aufzubauen? Einmal, okay. Ja. Finde ich jetzt nicht so toll. Aber wo war jetzt da eine Tür? Oder was soll ich generell mit dem Teil machen? Keine Ahnung, Alter. Was ist denn da oben? Das wüsste ich auch noch gerne. Komm ich da rauf mit einem Long Jump? Ja. Nur Coins. Ja? Ach, hier ist die Tür. Ja, aber wie gesagt, wir schaffen es wahrscheinlich nicht. Ja? Also wenn, musste ich jetzt ins Ziel führen. Aber was ist da mit der anderen Tür da links? Ich renn durch, ich renn durch. No risk, no fun. Ja. Das war's. Aber wir machen mal weiter. Gab ja einen Checkpoint und wie gesagt, wir können hier Leben gewinnen. Also, aufgeben ist nicht. Ich hoffe, dass die Tür auch wirklich richtig ist.
Ich frag mich halt, wofür... Ach so, das war meine Reset-Tür, oder? Ach stimmt, das war meine Reset-Tür. Wenn ich da unten rechts reingehe, dann bin ich aus der rausgekommen. Ah ja. Aber wo war jetzt eigentlich der Powerblock? Weiß das noch einer? Stimmt. Beim Reset. Gut. Unnötig Zeit verschwendet. Man kennt ihn. Hier, oder? Ja. Na dann, let's go! Das schaffen wir schon. Eigentlich haben wir doch schon alles, was man wissen muss, rausgefunden. Denke ich. Am Ende kommen nur noch so ein paar Geister-Challenges, so von wegen lass dich nicht treffen und so. Das wird's dann gewesen sein. Allein zeitlich geht da ja schon nicht mehr. Okay. So, jetzt Konzentration. Münzen brauche ich mir nicht mehr holen, mehr als 3 Leben gehen nicht. Ich wäre sogar besser gewesen, wenn ich die Münzen skippe, weil ich habe gerade einen Counter von 94. Das würde ich gerne ins nächste Level mitnehmen, aber ja, das wird nichts. Das wird nichts. Junge, lass es doch jetzt sein. Was kommt da denn noch? Was ein beschissener Jump, Alter. Okay, erstmal diese Vollpfosten da weg. Okay. Crystal P-Switch, verdammt. Also ich nehme ihn auf jeden Fall mit, aber... Wofür ist das alles? Muss das Ziel sein. Irgendwo. Aha. Ja, aber den P-Switch brauchst du ja eigentlich nicht. Das Level war Schmutz. Aber hey. Leben gewonnen und durch. Passt. Was ist dein liebstes Mario-Game? Meinst du Mario Sunshine wegen der Musik? Paper Mario 2 ist auch mein Lieblingsspiel allgemein. Aber ja, Mario Sunshine hat wirklich ganz, ganz grandiose Mucke. Marcel Thiessen, danke dir für deine Domunity Ehrenmitgliedschaft. Sehr, sehr ehrenvoll. Und Alex Aigner, noch jemand mit 100 Münzen dabei. Entschuldigung, dass ich erst jetzt dazu komme. War aber viel los hier. Nee, bei mir steht schon ein Tag Mitglied, hab ja auch schon die Emojis. Okay, ja, dann frage ich mich, warum YouTube mir das nicht anzeigt, aber weiß ich Bescheid. Vielleicht dann beim nächsten Mal, weil, naja, letztes Mal war es auch so, dass mir Dinge nicht angezeigt wurden und jetzt ist es da. Ist halt YouTube. Voll mit Bugs, man kennt's. Schönen Abend dir und allen anderen. Dom Fanarts, 2 Münzen, ich mag deinen Pulli. Oh, ich auch, es ist so richtig kalt. Und leider befürchte ich auch, dass... etwas mit meiner Fußbodenheizung nicht stimmt. Weil ich drehe die voll auf und es tut sich fast nichts. Aber demnächst kommt ein Typ vorbei, der die ganzen Maschinen wartet. Und die Klimaanlage wird ja auch eingebaut. Da wird das dann hoffentlich gefixt. Es geht um die 50er-Coin, ja, aber... Ich bin sehr verwirrt. Kannst du kurz meinen Kommentar bei der letzten Zelda-Folge durchlesen? Ich bin mit den Kommentaren noch beschäftigt. Das siehst du immer daran, wenn die Titel, also der Folgenname vorne dran steht, dass ich die Kommentare noch nicht alle gelesen habe. Das kannst du daran erkennen. Fuck, verpiss dich.
Nein! Warte, da unten ist ein Pilz. Warum hole ich den eigentlich nicht? Ich Affenkind. Fast gestorben, ey. So, aber der ist down. Wir haben den Key und weiter geht's. Aber hey, der Raum war cool. Der Raum war cool. So einen Boss habe ich auch noch nicht gesehen. Nice. Weiter geht's. Noch 125 Sekunden. Das Level ist bislang echt in Ordnung, auch wenn es am Anfang sehr weird wirkte. Womit geht's hier weiter? Oh nein, jetzt sag nicht, dass ich da hätte draufspringen müssen. Was passiert hier? Muss ich jetzt mit denen hier genau das gleiche machen? Oh, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Wie kann ich den verletzen? Muss ich Bowser killen? Ach, hier nach oben. Oh nein, wirklich? Ja, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Wie soll ich denn Bowser innerhalb der Zeit mit den Gegnern besiegen? Der braucht doch bestimmt 300 Hits. Oh, fuck. Also ich feiere die Idee, aber... Lol, jetzt kommt er auch noch raus? Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. WTF? Betrug? Das soll nie im Leben so sein. Ach komm schon. Ich weiß nicht, wie viel Hits der brauchen wird. Aber schnell gegessen ist das hier nicht. Gib mir einen Pilz. Das ist echt ein geiles Levelkonstrukt, aber komm ey. Zwei so Bosskämpfe und dann nur so wenig Zeit. Ist der Panzer eigentlich stärker? Ich würde fast sagen, der Cooper-Panzer zieht mehr ab. Als diese Galumba-Viecher. Ich hab mich getroffen. Bullshit. Okay, jetzt steht er wenigstens gut. Bleib da, Bowser. Bleib da bitte, du Ehrenmann. Aber guck dir das an. Okay, der soll sich, glaube ich, doch bewegen. Aber es beginnt halt erst nach einer Zeit. Nein. Doch, zählt noch. Zählt noch. Aber die Zeit, Leute. Die Zeit, sie geht mir aus. Ich hab ihn! Oh mein Gott! 9 Sekunden! Schnelles Ziel! Ist Ziel, Bruder! 7! 7 Sekunden! Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Come on, nein! Mach nicht diesen! Mach nicht diesen! Nein! Oh Gott! Was? Null! Ich hätte nicht gedacht, dass ich das nur schaffe, weil ich musste warten! Oh mein Gott, ich zittere jetzt voll. What the hell? Als ob. Jetzt ist der feinste Arabica-Kaffee aus der goldenen Tasse, aber wohlverdient, würde ich sagen. Sheesh. Was geht denn mit den Donations ab? Ja, frage ich mich auch, Fabian. Ich komme gar nicht hinterher und das Spiel zerstört mich auch komplett. Fuck, aber wie geil war das? Also allein dafür hat sich wieder der Stream gelohnt. Das sind so diese Magic Moments, die du dein ganzes Leben nicht vergisst. Okay, vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber... Ja, dafür bin ich hier. Dafür mache ich das, für diese Situation. Das ist so geil. Holy shit! Sag, danke für eine Münze. Raphael Welch für 5. Danke YouTube, dass du wieder wegscrollst, du Scheißding. Ich weiß, blöde Frage, aber deine Meinung zu Astral Chain? Ich finde es eins der besten Spiele 2019 bis jetzt. Ich glaube nämlich, mein Favorit wird Luigi's Mansion 3. Ich habe Astral Chain nicht gespielt, daher keine Meinung dazu. Aber vielleicht machen wir noch einen Let's Show Stream. Denn wenn wieder etwas freier Platz vorhanden ist, dann sind sehr, sehr viele Let's Shows geplant, bis Luigi's Mansion 3 kommt. Da hat sich nämlich in letzter Zeit einiges angestaut, was ich gerne auf den Kanal gebracht hätte, aber es war einfach kein Platz. Ihr kennt das. Viertes Quartal, ne? Oktober, November, Dezember, da kommt halt gefühlt alles. Da wollen alle Geld machen, da kommen 25 Spiele pro Tag raus, gefühlt. Ja, man kann halt leider nur begrenzt Videos hochladen. Oder eigentlich nicht, aber man will ja nicht bei der Arbeit sterben, ne?
Zumal YouTube ja auch nur für maximal 3 Videos pro Tag die Glocke raushaut. Ist halt so. Glitching No, danke für 2 Münzen. Was wollen Herzogen Aurach? Meine erste Spende. War ich da schon mal? Also ich kenn's, aber ich glaube nicht, dass ich da schon mal war. Dom Fennertz, danke für eine Münze. Jürgen Meier für 2,29. Dom, mein Freund Simon ist dein größter Fan. Na dann, hallo. Danke für das Lob und viel Spaß weiterhin beim Stream. Moin, I'm back. Ach, willkommen, Schauger. Auch mal wieder da. Wünsche dir viel Spaß. Susanne Helber, schon mal überlegt, Undertale zu spielen. Dazu gab es auch einen, ich glaube, einstündigen Let's Show-Stream. Kannst du ja mal in meiner Livestream-Playlist gucken oder in der Let's Show-Playlist, da findest du es garantiert. Psycho, danke für 3,49. Outlast 2 in Planung ist ein gutes Game. Naja, es soll ja eher ein okayes Game sein. In Planung ist es, ja, aber wann es kommt, weiß ich jetzt nicht, weil, wie ich gerade schon sagte, es steht sehr viel an. Was ist denn mit der Belichtung heute los? Manchmal taucht da so ein schissener Schatten auf. Seht ihr den? Ich kann jetzt hier auch nichts verschieben, aber kotzt mich an. Immerhin noch kein Facecam-Freeze. Ich habe aber auch den Tipp von dem einen Dude aus dem letzten Stream angewandt. Danke nochmal, falls du gerade zuschaust. Also vielleicht liegt's daran, aber... Don't know. Man wird sehen. Marcel Bennett, danke fürs Upgrade auf die Domunity-Ehrenmitgliedschaft. Brutaler Typ. Shady, 2 Münzen dagelassen. Und Gamerplex auch 2. Zuerst das Müsli, dann die Milch. Oder umgekehrt. Ja, richtig. Erst das Müsli, dann die Milch drüber. Und noch ein bisschen Zucker, aber nur ein bisschen. Und schön durchrühren. Okay, was kommt nun für ein Dreck? Wären wir hier zu schnell gewesen, wären wir krepiert, ne? So, und um diese Münze geht's, oder was? Lel. Muss ich jetzt oben drüber? Das ist eigentlich nicht machbar innerhalb der Challenge. Ich werde mal ein Leben investieren, aber ich rechne mit keinem Erfolg. Ich weiß nicht mal, wie ich jetzt hier am Anfang vorgehen soll. Aber es steht da kurz und knackig. Was mache ich denn, wenn das einzige ist, was dieses Level beinhaltet? Dann würde ich jetzt ein Easy Level weghauen. Mann, ich kann noch hier... Oh mein Gott, bin ich dumm. Ich kann noch hier einfach springen. Was bin denn ich für ein Affe? Bring doch einfach oben rum, ja. Ja, in der Tat. War, glaube ich, der Einzige, der das nicht geschnallt hat. Wie gut, dass ich gerade eine gute Leistung beim Boss gezeigt habe, sonst... müsste ich mich jetzt wirklich abschlachten. Ist das eine Wiesertür? Was im Abfall. Lame. Zack. Wohl kann man da überhaupt hoch? Geh doch nach oben. Ja, jetzt haben wir es auch verstanden. Ich weiß, dass es dumm war. Ja, das machen wir nicht.
Jetzt? Den oberen? Ich hätte skippen sollen. Naja, gut. Hat er mich getrollt? Okay. Next. Ich ärgere mich schon sehr hart über die Dummheit gerade. So halt statt einem Leben zwei verloren. Aber ich wusste gleich, ja, das ist ein Skip-Kandidat. Okay, was ist hiermit? Können wir ja zumindest mal mit dem Ding rumflexen. Oh, was ist denn hier los? Vollversammlung. Denkt ihr, der hat einen Schlüssel? Nee, kann er nicht. Weil hier... Obwohl, doch, kann er schon. Aber auf jeden Fall kriegen wir einen durch die roten Münzen. Die roten Münzen, Leute! Ihr wisst Bescheid, die roten Münzen! Oh, vernichte doch diesen blöden Cheep-Cheep endlich. Was ist eigentlich mit dem Trottel da unten? Die Qualität der Level hat wieder deutlich nachgelassen. Siehst du? Der hatte auch einen Schlüssel. Na dann, jede Wette hat der Bum-Bum ebenfalls einen. What the fuck? Ach stimmt, man kann ja nur einen aufnehmen. Ja, Neo, ist klar. Sind das jetzt mehrere Optionen einfach, die man hat? Oder bin ich jetzt RIP, weil ein Schlüssel destroyed ist? Ach, cooler Blind Jump, I like it. Oben abkürzen geht nicht, ne? Okay. Abfall. Oh ja. Das steht bereits fest. Das Level ist Abfall. Und der hat jetzt nicht ernsthaft die Blume gefickt. Und warum machst du... Warum machst du einen Volljump? Warum machst du einen Volljump? Sag mir bitte, warum? Unfassbar. WTF. Warum ist es hier zu voll? Das war vorhin nicht der Fall. Kommt runter, ihr Affen. Keine Ahnung. Es ist so ein Scheiß-Kennzahl. Kommt das Ding mal runter? Das ist Stranger Things. Nie gesehen. Scheint aber ganz gut zu sein. Da war doch ein Twomp, oder nicht? War hier nicht ein Twomp? Hahaha, bist du witzig. Komm, wir müssen da rüber. Machen hier die Gönnung. Jetzt raus, komm, raus aus dem Scheiß. Nein, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Bitte nicht sterben, nein. Ich brauche halt noch eine Feuerblume, sonst kann ich hier kaum was machen. Muss mich aber ganz vorsichtig nach oben vortasten. Kann man da durch? Nee. Abfall. Na, dann wollen wir mal schießen. Ich glaube, man muss da rechts irgendwo durch. Oder? Warum spiele ich sowas eigentlich? Oder Moment. Ach, geht ja nicht, weil ich klein bin. Fuck. Hätte ich die Feuerblume, wäre alles gut. Ja, man muss da irgendwo durch. Ich glaube, ich habe den Eingang sogar schon recht weit unten gesehen. Brauchst du mehr Salz? Danke, die Lieferung reicht schon aus. Ich krieg hier sekündlich neues Salz geliefert. Durch Mario. Dreck. 2. Ja, hier ist der Durchgang. Ich habe den vorhin schon gesehen.
Wird aber gucken, ob es noch eine andere Option gibt. Antwort lautet nein. Vorsichtig! Ja, ich wusste es. Ich wusste, dass du ein Bast... War mir direkt klar. What the hell? Bist du jetzt völlig gestört? Als ob der da die Dinger random runterfallen lässt. Was ist das für ein Abfall, das scheiß Dreckslevel? Völlig unfair. Kommen wir durch? Kommen wir durch? Komm, mach mich diesen, lass mich durch. Lass mich durch. Lass mich durch. Immerhin, die Zeit ist kein Gegner. Diesmal. Frack! Wofür ist die scheiß Schlangenbahn hier? Das ist doch der Ausgang, oder nicht? Oder etwa nicht? Oh ja, hier kriegen wir doch noch ein Leben, ne? Ich hätte es, glaube ich, auf den Notenblock legen müssen, oder was ist hier verlangt? Das ist ein Scheiß. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich darf den Notenblock nicht berühren. Ich darf nicht zu hoch schwimmen. Was ist das ein Scheiß? Ab jetzt ASMR. Ein Leben, vergiss es. Ja. Habe ich gemerkt. Oh, Bro. 54. Aber es ist jetzt schon echt unmenschlich geworden. Was soll diesen? Danke für 5 Münzen. Vielleicht reichen die ganzen Donations noch nicht für einen neuen Schreibtisch, aber hoffentlich schon für einen nicen Kaffee. Gönnung. Ich musste für den neuen Schreibtisch nichts bezahlen, stand jetzt. Allerdings ist er auch immer noch nicht vorbeigebracht worden und aufgebaut worden. Ich überleg echt langsam, ob ich rechtliche Schritte einleite. Naja, eine Woche noch. Und dann raste ich aus. AP Ante, danke für 25 auf weitere Jahre Betrug und Lächerlichkeit. Die wirst du bekommen. Garantiert. Rico 229, danke für 229 Münzen. Respekt, GG, ASMR Bros. Ja, ASMR Bros, nur in gut. Platz 1604, schön. Und jetzt kommt ein neues, tolles Level, welches mein Leben bereichert. Es ist ja auch eine Art Speedrun eigentlich. Und hä? Warte, ich hab's geskippt, weil Speedrun im Titel stand, aber man hatte 300 Sekunden Zeit. War das jetzt ein Speedrun oder nicht? Ja, egal. Wirklich. Psst.
Kann man auf den Ecken eigentlich stehen? Oh. Ja, moin. Dann halt nicht. Lässt du den bauen? YouTube-Money eben. Naja, also viele lassen sich ja Schreibtische bauen, oder nicht? Ich finde, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ich hätte es von jemand anderem machen lassen sollen. Was heißt denn jetzt 2L? Was heißt das? Was? Verstehe ich nicht. Lava Run. Juhu. Also wieder 5 Leben weg. Ja, na klar, mit Snake Block und Flammen. Das volle Drecksprogramm. Ich komm halt echt keine guten Level mehr. Nur noch Shit. Ja, einfallsreich ist es jetzt auch nicht. Zwei Leben weg. Run or die. Ja, ich werde wahrscheinlich sterben. Speedrun. Ja, nee. Gib doch mal wieder was Richtiges. Bitte. Ja. Nein. Ich bin halt instinktiv gesprungen, weil ich dachte, dass es ein Troll ist am Anfang. Skip, skip, skip. Ja. Freeze Frame Fortress. Was ist das? Lieber? Boah, vielleicht. Soll ich euch was verraten? Ist mir noch nie aufgefallen, dass man die Dinger mit On-Off-Blöcken steuern kann. Und tot. Also das basiert jetzt nur darauf, dass man da den richtigen Timeframe erwischt, um durchzukommen, oder was? Okay, zugegebenermaßen hätte ich mir den Scheiß früher mal angeschaut, wäre ich hier auch nicht gestorben. Sprich, selber schuld, beziehungsweise meine Mühlen haben zu lange gemahlen. Echt gehabt. Ich muss mich erst draufstellen, oder was? Okay. Ja, aber so schlecht ist die Idee nicht.
Ne? Also bis jetzt geht das Level auf jeden Fall klar. Lost. Ja, ein bisschen schon. Aber ich habe auch so eine Idee echt noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass man die Dinger mit den On-Off-Blöcken steuern kann, deswegen habe ich das gerade so überfordert. Oh, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen 4 Challenges. Fühl mich wie in der Schule. Mir wurde jetzt was beigebracht und das soll ich in der Prüfung anwenden. Obwohl, das hat jetzt relativ wenig damit zu tun. Ach Mann, ich Opfer! Sozial. Habe ich eigentlich nicht verdient. Man muss da Schritt für Schritt machen. Nie zu viel wollen. Das ist aber auch ein Level, was krass auf Geduld und Timing geht. Beides nicht so das, was ich erfülle. Aber mir gefällt die Idee, deswegen spielen wir es immer weiter. Muss ich da weiter? Ja. Okay. Dann dürfte das so richtig sein. Das ist schon voll kreativ. Also egal was passiert, ich würde es gern liken schon mal. Wahrscheinlich wird mir wieder am Ende die Zeit ausgehen, aber ist das cool. Ich habe auch noch nie gesehen, dass die Kanone dadurch sterben kann. Lul. Shit. Okay. Das ist schon nice. Was denn jetzt? Wie soll ich denn den Fragezeichenblock aktivieren? Erster Challenge-Raum durch, oder wie? Ja. Okay. Also, das Level hat was. Ich finde das Level geil. Ja! Ziehen wir durch, denke ich. Wo war ich jetzt eigentlich drin? Bei der, bei der Röhre oder bei dem Scheiß? Ich glaube, bei der Röhre war ich. Ja. Aber jetzt wird's schon schwieriger. Und ich muss auch ein bisschen schneller machen. Muss ich jetzt auf den Typen drauf oder nicht? Ah. Alter, ist das cool. Es ist richtig kreativ. Der Typ macht gute Level. Richtig gute Level. So Next Level. Shit. Noch nie gesehen, sowas. Oh, jetzt war ich aber nicht. Oder? Ich glaube, die Münze ist einfach Bonus. Man soll es vermutlich so machen, oder? Ja, hier weiß ich jetzt leider nicht ganz, was er von einem will. Das war wohl falsch. Okay. Muss ich nochmal neu laden, leider. Ich habe jetzt auch immer noch nicht ganz verstanden, was er von einem will, aber ich glaube, man soll einfach unten durch. Hier wird der Weg zugebaut. Die Münze ist halt ja auf dem Weg. Ich dachte, die wäre jetzt reiner Bonus, aber nee. Aber warte, jetzt schiebe ich das Ding doch schon wieder runter. Wie habe ich das denn vorhin gestoppt? Ah, okay, jetzt macht er aber einfach mal Platz. Soll das so? Doch, das soll so. Jetzt hier oben durch. Cool. Alter, ist das verwirrend! Aber der hier muss ja auch noch was damit zu tun haben. Ich glaube, der schiebt dann die Kanonen weg. Und den Stein weiter und dann können wir da oben drauf. Nein, können wir nicht. Ah! Ah!
okay, hat schon gepasst. Der schiebt mich jetzt ans Ziel des, ans Ende des Raumes. Nein, Brat! Oh, du solltest da doch näher. Alter, ich bin doch nur hochgesprungen. Bitte komm zurück. Komm zurück. Bitte komm zurück, ich liebe dich. Verlass mich nicht. Scheiß Röhre! Oh Mann, fuck! Also es baut wirklich alles auf den Twomp auf, okay. Shit. War die Münze halt doch nur Bonus. Belastend, aber hätte er da nicht noch vielleicht eine Reihe mehr Platz lassen können? Also ist die Gefahr halt groß, dass du aus Versehen in diese blöde Röhre reinrutscht. Ja, jetzt sind wir dem Tod halt nahe, ne? Mehr als zwei Räume werden wir wahrscheinlich nicht clearen können, bis wir down sind. Hier, da habe ich halt Probleme raufzukommen, aber jetzt geht's. Hilfe. Ja, ist belastend gelaufen. Der Raum ist an sich auch geil und kreativ, aber man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Schauen wir uns den dritten noch schnell an, aber schaffen werden wir ihn wahrscheinlich nicht. Oder gehen wir mal in den da. Ich glaube, da ist mehr so Geschicklichkeit und Überleben gefordert, oder? Wirkt halt so. Ja, wahrscheinlich. Wenn er einem schon hier einen Pilz gibt. Obwohl hat er bei dem anderen auch. Ja, ja, ist schon richtig so. Okay. Okay. Love Story. Ja, ich. Jetzt wisst ihr es. Ich bin insgeheim in einen Swamp verliebt. Ich mag diese Ecken und Kanten. Das ist sehr sexy. Zum. Oh nein, Bratan, was mache ich? Vollidiot. Ja, aber ich muss jetzt auf Risk gehen. Ich muss Risk gehen, nur noch 58 Seeks. Ich brauche die Red Coin. Stopp. Weiter. Halt, stopp. Weiter. Stopp. Weiter. Ist auch sehr geil, aber eigentlich recht einfach. Keine Ahnung, warum ich da Probleme hatte. Aber kann auch mit dem Zeitlimit zusammenhängen. Ja, es brennt natürlich. Es brennt. Wir brauchen keine Münzen, haben schon drei Leben voll. Go. Soll ich da rein? Ja. Da war noch was, aber... Scheißegal. Okay, wir haben es sogar noch geschafft. Nice. Müssen wir nur noch einen Raum dann nochmal neu machen. Okay. Ja. Was? Okay, YouTube ist down bei mir. Im Ernst? Aber der Stream läuft noch? Oder... Was ist da los? Was ist denn jetzt... Hier verlangt. Okay. Ja, wir können es gar nicht mehr schaffen. Aber schon auch coole Idee. Okay. Ist eins der besten Mario Maker Level tatsächlich. Schade, dass das Zeitlimit bei 5 Sekunden ist. 500. Ja, aber er kann es auch nicht höher machen. 500 ist das Limit. Das Level ist einfach zu komplex für Mario Maker. Was Kritik an Mario Maker ist, nicht am Level. Nur zum Verständnis. Wie gesagt, ich feiere es hart. Beim Stream ist alles okay. Ja gut, aber YouTube ist wirklich down? Oder was? Ich kann jetzt nicht nachschauen. Warte, wie habe ich das vorher gemacht? So, ne? Okay. Bei mir ist es nicht down. Ja, manchmal sind die auch nur so ein paar Sekunden down. Habe ich auch alles schon gehabt. Mhm.
denn jetzt? Pfeil zeigt runter. Pfeil zeigt hier hin. Alter, das Level ist Wissenschaft. Ah, ich hätte die gleichzeitig aktivieren müssen, oder? Mal schauen, ob ich den Raum trotzdem schaffen kann. Ja, doch. Jetzt wird es aber auch teilweise ein bisschen strange. Bis jetzt gefällt mir der Raum am wenigsten. Okay, der muss jetzt einfach runter, der Typ. Fällt der von alleine? Okay. Einfach in die Röhre und fertig. Okay, bei den meisten läuft YouTube. Alles klar. Wir haben die Challenges. Auf das Level ist auch damit vorbei. Also ein Boss braucht das jetzt nicht mehr. Okay. Sieht gut aus. Komm schon. Fetter Daumen hoch. Eines der besten Mario Maker Levels. Von wem ist das? Support Flam. Geliked habe ich's ja schon. Was? Findest du die Timeline-Platzierung in Breath of the Wild gut? Muss gestehen, ich weiß gar nicht, wo es jetzt platziert ist, weil ich von der Timeline generell nichts halte. Und diese auch quasi confirmed falsch ist. Also, es gibt ja mehrere Lücken, die keinen Sinn ergeben. Aber Nintendo hat halt fürs Marketing eine gebraucht und weil es Fans gefordert haben, aber ich bin kein Fan davon. Die ID vom Level könnt ihr am Anfang im Ladebildschirm sehen. Das ist richtig, also wenn ihr es auch spielen wollt und vor allem einen Like da lassen wollt, weil leider sieht man ja nicht, wie viele Likes das hat, dann macht das gerne. Sowas muss gepusht werden. Und mein Stream auch. Nee, wirklich. Geht zu dem Account und schenkt ihm Herzen. Geil. Flying Bomb Bomb Spin. Ach, jetzt. Er macht da ja nicht mal eine Röhre hin. Sammle alle Wunderpilze. Okay. Kein Problem. Aber es wird wahrscheinlich nicht so einfach sein. Gefällt mir nicht. Man sieht halt gar nichts. Muss ich hier jetzt really einfach warten? Nee. Was ist das denn für ein Dreck? Als ob. Naja, ich nutze die Zeit. Laura, danke für 5 Münzen. Das erste Mal live dabei mit meiner Mom, die dich auch übelst feiert. An bei eine Donation, um den Salzberg abzubauen. Vielen Dank. Was ist das hier? Dieses Level bremst einen komplett aus. Wer denkt sich sowas aus und sagt sich, ja, ja, jetzt habe ich eine Idee, wie ich ein Level baue. Ja, ich mache da am Anfang unendlich viel. Warte, muss man da hoch? Man muss da hoch, ne? Ja, ja. Ich mach da unendlich viele P-Switches und Münzen hin, sodass der Spieler knapp 100 Sekunden für nichts verschwendet. Und da geht's zum Ziel. Ich hab die Bonner-Pilze aber noch nicht. Wo sind die Scheißdinger? Unten oder wie? Oh, komm. Und warum ist dann da eine Ranke?
Warum ist dann da eine... Oder warte mal, warte. Okay. Das ist ja schon mal das Zweite. Aber dass die sich auch noch in Invisible Coin Blocks befinden. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass das eine Todesröhre ist. Und ich weiß jetzt schon, dass am Ende die Zeit ausgehen wird. Weil genau das will der Levelerbauer auch. Hart und nötig. Das ist noch untertrieben. Also wirklich. Fehlen die Worte. Was ist das für ein Abfall? Und das gerade irgendwie witzig. Ja, bis du es spielst, Blue. Im nächsten Stream ist es das erste Level, was du spielen musst, okay? Und dann dieser Wonderpilz noch unsichtbar. Ich hoffe, dass wenigstens die anderen 8 irgendwo rumliegen. Aber dann habe ich die Zeit ja noch sinnvoll investiert. Schlüssel? Was willst du jetzt mit Schlüssel? Ach komm, leck mich doch. Ist das ein Känzer? Was zur Hölle, Alter? Und ich kann es nicht mal haten. Was ist denn das für ein... Verstehe das nicht. Wo soll hier jetzt der Schlüssel sein? Der war safe auch in einem Invisible Coin Block. Einfach nur traurig. What is this? Das macht doch keinen Spaß. Ja, hat's halt echt nicht, ne? Wenn das Level jetzt nur so ein Troll gewesen wäre, von wegen, ja, verschwende 300 Sekunden deines Lebens, hätte ich es dann noch akzeptiert. Jetzt sollte ich mir anschauen, was da auf mich zukommt. Aber dann dieser Schlüssel, das war's halt komplett. Okay, das Level hier sieht nicht einfach, aber machbar aus. Eigentlich genau das, was wir hier wollen. Oh nein. Ich brauch den. Brauch den hier. Böser Onkel 4, live, danke für deine Domunity-Mitgliedschaft. Und Allred Dragon,
auch an dich. Danke fürs Kanalabo in der Domunity-Stufe. Könnten wir die Speedruns dann mal weglassen? Cool Mountain. Oh, hier müssen wir uns einreihen. Ja, so ein Scheiß. Okay, das Level ist geil. Spaß. Na, mal gucken, ne? Da rein? Okay. Oh. Einfach fallen lassen. Chillen. Alles chillen, chillen, chillen. Easy. Okay, dann halt nicht easy. Verdammt. Aber auch cooler Level. Kann man jetzt nicht sagen. Bis auf den Pfosten, der das hier spielt. Ja, ist halt sauglitschig bei Nacht, ne? Der weiß schon, was er macht. Ist alles extrem glitschig wegen dem Night-Theme. Oh, mach's doch nochmal mit vorher. Komm schon. Ich will die Münze haben. Okay. Aber ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt. Spielzeit verloren. Und klein. Oh, aber da ist ein Jackie. Sozial. Komm, noch ein One-Up und dann... Dann bin ich mal richtig scharf, das hier abzuschließen. Oh, 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 oh. Eigentlich wollte ich die Blume gar nicht nehmen. Ich wollte nur diesen... Kugelwillis ausweichen. Was ist denn da? Da soll man doch hoch, ne? Ja, das ist... Ist ein bisschen uncool, aber gut. Aber wie komme ich da rüber? Hä? Oh nein, mit euch? Oder ist das... Ist das ein optionaler Weg? Bin verwirrt. Da drüben ist auf jeden Fall noch was. Kann sein, dass es ein optionaler Weg ist, aber... Ja. Ich denke, ich nehme den hier. Okay. Das ist ein Hammer, Bruder, oder? Hab ich da Hammer fliegen sehen? Ja. Oh nein. Na egal, die Blume steht ja noch da. Und... Ich auch. Ja, einfach weiter, würde ich sagen. Nee, geht nicht. Wie komme ich da jetzt rein? Soll ich gar nicht rein? Okay. Das Level überrascht mich recht häufig. Was? So, stehe. Warte. Nein. Okay, wir dürfen es nur einmal aktivieren, um dann hier raufzukommen. Glück mit der Flower. Aber ey, auch wieder... Konfus, AF. So, aber die Wand ist offen. Nee, was? Ist sie nicht? Warum? Ich habe doch dreimal den Schalter aktiviert und vorhin war... Gut. Yes. Komm, Dodet, mach nicht schlapp. Kann mir mal einer erklären, wer oder was hier immer den Farbschalter umstellt? Ah, okay, die Kanone da rechts. Ich sehe es schon.
Das darf nicht wahr sein. Hä? Ah ja. So, was ist hier dann jetzt besser? Junge, was eine Scheiße! Da hat sich dann jetzt ausgefreut. Auch nie im Leben ein Gegentreffer, aber okay. Nun gut. Ein Fail, aber immer noch zwei Ups oben. Aber das Belastende ist, wir müssen den On-Off-Switch betätigen und dann so schnell wie möglich rüber. Sonst wird's wieder umgestellt. Es ist so unglaublich nervig. Da ist ein Panzer. Okay. Habe ich nicht gesehen, aber selbst wenn... Bringt nicht so viel, oder? Da hat's geklärt. Ja, das war aber nur der Löffel, keine Sorge. Die Tasse ist noch ganz. Ich hab's jetzt aber vorsichtshalber noch ein bisschen weiter weggeschoben. Hat man eigentlich gesehen, dass ich in... Ach nee, ist ja gar keine Unterhose. Okay, alles gut. Puh, kommen wir runter. Kommen wir runter. So, ich schaue jetzt erstmal, was ihr mit Panzer meint. Damit würde man ein bisschen Zeit einsparen, aber es kommt eigentlich aufs Gleiche raus. Man muss halt richtig landen. Und dann mit den anderen Pfosten wieder zurückfliegen. Wo war hier die Blume? Okay. Welchen Panzer meint ihr? Ach, oder spracht ihr von dem Auslöser? Ja, das weiß ich ja schon. Warum sie da umgeswitcht wird, das weiß ich ja schon. Wahrscheinlich klappt es jetzt first try. Ist ja immer so. Alter, einfach an zwei vorbei. Es war bei zwei so knapp, dass ich drauf lande, aber natürlich nicht. Natürlich nicht. Was? Jetzt ist es offen? Willst du mich komplett verarschen, oder was? Und natürlich bin ich jetzt klein! Ja, na klar. Na klar. Na klar. Bam, Baby. Oh nein, ich brauche einen normalen Pilz. Eiszapfen? Dein Ernst? Oh, Pilz, Pilz! Oh, Schokosel. Man sieht die Eiszapfen nicht. Das ist so lame. Komm, mach, 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 mach. Schneller. Schneller, du Pfosten. Ja, moin. Schaffe ich das noch? Okay, chillig. Was eine Dramatik hier plötzlich entstanden ist. Habe ich was verpasst? Jede Menge. Da kam kein Panzer. Ja, die Leute meinten, dass der... Oh Gott, noch ein... Ja, das meinten die Leute. Dass es deswegen umswitcht. Ich dachte, einen zum Werfen für die On-Off-Dinger. Oh Gott, nein. Da war wieder was. Mit On-Off? Aber scheiß drauf! Durch, Baby! Bam! Puh. Ist ein Snickers.
ich nicht da. Irgendwie hat YouTube eine 10er-Donation von mir nicht mehr angezeigt, wo bei mir aber steht, dass ich sie abgeschickt habe. Doch, Muscle Teasen, da war doch was. Ne, es waren 5. Oder ja, doch, ja, 10. Das mit den Game-Soundtracks, meinst du wahrscheinlich. Das ist schon angekommen, alles gut. Was wird es, glaubst du, wieder einen Plot in Luigi's Mansion 3 geben? Ja, na klar, natürlich. Aber halt keinen besonderen, ja. Mario, Peach und Toad werden halt von den Geistern verschleppt innerhalb dieses Hotels und Luigi muss sie finden. Egal, darum geht's ja nicht in dem Game. Malik Place, danke für dein Domunity-Ehrenmitglied-Sub. Krasser Typ. Max Karai, für 2 Münzen, feier dich und deine Videos, mach weiter so. Vielen Dank für das Lob, freut mich sehr. Und Aimless, Mitglied geworden, Domunity-Mitglied. Willkommen, viel Spaß mit den Emojis. So, und jetzt sollten wir vielleicht auch mal Tippi vorlesen. Da war die Katrin dabei mit 50 Münzen. Ich hoffe, du bist noch dabei. Ansonsten tut mir leid, denn die Donation kam vor über einer Stunde. Aber ich arbeite immer gerne eins ab und gehe dann zum anderen über, gerade wenn so viel los ist wie heute. Also ich hoffe, du siehst es noch, Katrin, liebe Katrin. Sie schreibt, so, meine Tochter 4 schläft endlich und vermutlich habe ich viel zu viel verpasst. Drücke dir weiter die Daumen, auch wenn ich mit 34 weiblich nicht ganz deine Zielgruppe bin. Ja, mag stimmen, aber ich habe mir da jetzt auch kein Ziel gesetzt, so von wegen, ja, ich will jetzt hier die, weiß ich nicht, 12- bis 16-Jährigen ansprechen. Ist mir egal. Ob man jetzt 80, 120, 5 ist... Hauptsache, die Videos gefallen. Da machen wir keine Unterschiede. Also du bist natürlich willkommen, will ich damit sagen. Alinta, 3 Münzen, der Stream ist genau das Richtige. Jetzt hab gerade meinen Kater aus der Klinik geholt, nach einer schweren OP. War zwar schon extrem teuer, aber danke. Sprachlein-Bubble. Trotzdem, danke für die Ablenkung. Schönes Wochenende. Ja, ne, also so... Alles, was am Tier gemacht wird, ist schon echt teuer. Tierärzte sind teuer. Aber hey, wenn es sein muss, muss es sein. Gute Besserung an deinen Kater. Hört sich ja so an, als wäre er jetzt safe, was auch immer er hatte. Scrolling und Gift, Junge, warum tust du das? Scheiße. Oh, das ist richtig schwer. Na, gib mir halt den Pilz. Scrolling und Gift ist wirklich ganz, ganz herzlos. Was soll ich hier machen? Ich hasse diese Stelle. Natürlich. Was? 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 Okay, jetzt habe ich einen kleinen Schweißausbruch. Das war schon wirklich hart, peinlich und unnötig. Das ist so ein Level, was Leben frisst, wie ich Big Tasties. Dieser scheiß Koopa-Spaten.
Mach doch jetzt mal einen Checkpoint wenigstens. Alter, du kleiner Grattler! Was zum Henker? Was zum Henker? Was zum Henker? Scheiß auf die Münzen. Ich will einfach nur hier jetzt irgendwie durch. Nein, sag... Ja, ich hatte schon die Befürchtung, dass ich ihn vielleicht zu früh aktiviert habe. Gleiches gilt für den Stern. Aber vielleicht sind wir jetzt aus der Gefahrenzone raus. 4 Fails hatte ich, ne? Ja, ist zu viel. Ist viel zu viel. Vielleicht kriegen wir aber noch ein Leben. Das wäre echt geil. Ja, da ist eins, aber ich muss schnell sein. Naja, das werde ich jetzt nicht riskieren. Das. Nee. Außerdem ist es viel zu schnell aktiviert worden. Was soll denn das? Oh, ab da. Okay. Ey, das One-Up kann man doch gar nicht kriegen. Ach da, es fehlt hier einfach. Ja, moin. Aber ich habe die Münze nicht. Wo war die 50er-Coin? Ach komm, Mann. Warum? Wo war denn da jetzt eine 50? Oder kommt die noch? Nee, vielleicht. Ich habe keine gesehen, deswegen. Bitte, bitte, lass es mich schaffen. Allein wegen den 3 Leben, es muss geschafft werden. Come on. Come on. Da ist sie, wie kriege ich sie? Durch einen Schlüssel. Habt ihr einen Schlüssel? Oh nein, das sind 2. Ich glaube, ich muss die schnell einsetzen, oder? Nee. Egal. Bisschen komisch. Das Ende war komisch und unnötig. Aber wir sind durch! Yes! Oh, schon dieser Schatten. Scheiß Greenscreen, was ist denn da los? Manchmal habe ich Angst um dein Herz. Ja, wahrscheinlich zu Recht. Wahrscheinlich zu Recht. Bin mir auch ziemlich sicher, ich werde wahrscheinlich irgendwann in einer Aufnahme sterben. Bin ich mir ganz sicher. Master of Disaster, danke für 5 Münzen. Hallo, mir betrifft deine Aussage im heutigen MK-Tour-Part. Der Market God ist sowas von assi. Dann kennst du noch RN Jesus aus World of Tanks. Der kann dir alles zunichte machen. RN Jesus. Den muss ich mir merken. Der ist echt gut. Lol. No Name, danke für 3 Münzen. Hey Tommy, könntest du Mario Kart Wii Custom Tracks Revolution Reloaden? Gibt viele neue Strecken, die es in deinem alten LP nicht mehr gibt. Nee, leider nicht, da einige Parts davon gestrikt wurden und ich will da kein Risiko eingehen. Gleiches Problem bei Mario Odyssey Hacks und Mods. Das Level ist scheiße. Irgendwas wird gleich runterkommen. Oder es kommt Milliarden... Wie kann man denn das so bauen? Um Himmels Willen, was ist bei dir bitte falsch gelaufen? Kann man das so bauen? Gib dir das hier. Der Typ ist von allen guten Geistern ver... Sag mal, will der mich verarschen? Das macht er doch mit Absicht. Der hat doch jetzt hier mit Absicht, weil er mich kennt, den allergrößten Mist gebaut, den man nur bauen kann. Aus allen Abfuck-Elementen, die man sich nur vorstellen kann. Ja, cool. Jetzt gibt's keine Blume mehr, oder was? Es gibt doch nur eine Blume hier. In dem Bullshit. Ja, und was machen wir nun? Oder muss ich hoffen, dass sich Bowser selbst umbringt, indem er runterspringt? Hey, Bratan. No joke. Das ist Körperverletzung. Das ist Körperverletzung. Und man kann noch nicht mal zurückgehen! Gibt's da nicht irgendwo was Unsichtbares wenigstens? Ja, na klar. Da... Wo ist denn Bowser überhaupt hin?
Komm her, du Pfosten! Leck mich. Leck mich hart! Bestimmt ein versteckter Stern irgendwo. Oder sowas, ja. Ja, Piranha-Pflanzen-World. Ist klar. Verlasse jetzt diesen Raum. Das denke ich mir auch. Verlasse gleich diesen Raum. Okay. Aber das Level könnte in Ordnung sein. Also es baut wohl darauf auf, dass man immer wieder die Hilfe dieser Biene braucht. Und wirklich nur der Biene. Problem ist halt, die ist super lahm. Und man hat nur eine Chance. Checkpoint. Na komm. Hm? Ja, aber das wird sich auch noch steigern, denke ich mal. Das Level. Wie viel Leben haben wir jetzt? 13. Okay. Oh, komm doch rüber. Komm. Essen zusammen, Next Sunday oder sowas. Na komm rüber, bitte. Ich wusste, dass es noch dreckig wird. Das gibt's nicht, Alter. Ja, flieg weiter, genau, genau. Soll ich jetzt hier schon springen? Nein, nicht wieder zurück! Bleib doch, wo du bist, Junge! Drüben gibt's Cola. Ich flippe aus. Ich flippe aus. Aber warte, wir springen rüber, wenn sie schaut. Mhm. Ehre, komm her. Yes! Oh! Vielleicht ist es nicht so gut, wenn wir hier mit einer Feuerblume rumrennen. Ich habe keine Lust, die aus Versehen zu killen. Ja, das ist jetzt eigentlich einfach. Gechillt hier. Wir machen unseren Jump und weiter. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Bitte, bitte komm. Bitte! Wie mache ich denn das jetzt? Der will doch jetzt nicht, dass ich springe in der Luft. Ja, oder warte. Wenn er zurückgeht, ist er langsamer. Genau. Und jetzt mache ich mich auf mich aufmerksam. Okay.
Okay, das kannst du noch einmal wiederholen. Aber ist trotzdem scheiße. Schau mich doch an! Bin doch so hübsch! Oh, das ist furchtbar. Ist das furchtbar. Oh, hallo Nerdy. Um es genau richtig zu Top-Content. Bleib stehen. Wenn ich sie jetzt mit der Feuerblume umbringe, kann ich der goldenen Taste nichts garantieren. Ich wusste es! Warum kriege ich den Scheiß dann, wenn mich das vernichtet? Wollt ihr eine Taste lieber mal wegstellen? Ganz weit weg. Und schwarze Schokolade. Schwarze Schokolade beruhigt die Nerven. Ja, das kann ich nur noch umbringen. Ich kann mich nur noch umbringen. Keine Möglichkeit mehr. Oder? Nee, gibt's nicht. Er hat die Blume bewusst platziert, weil er genau das auch erreichen wollte. Okay. Polizei bitte. Bundespolizei brauche ich jetzt. Nein! Scheiß Position, ey. Okay. Das ist hier die einzige Stelle, wo die Blume tatsächlich ein bisschen was bringt. Aber ich krieg keine mehr, ne? Natürlich nicht. Okay. Okay, die Position ist ganz geil. Ja. So, jetzt gib ihm. Gib ihm. Was denkt ihr, war das der letzte Raum? Also die letzte Challenge oder kommt da noch was? Ja, wobei eine kommt noch, hat mehr gesehen. Oh Gott, erstmal dieser Dreck. Das hat auch richtig gebrannt. Muss sie mich immer anschauen oder reicht es einfach so zu springen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich glaube, es reicht auch so zu springen. Oh, die Hände fangen an zu schwitzen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Achso, bin ich blöd? Das ist doch der Raum, wo wir gestorben sind. Das habe ich im Geiste schon geschafft. Lol. War es das jetzt so? Ja, wenn sie so weit wegfliegt, dann eher nicht. Okay, das ist mir nicht sicher genug, Bruder. Nee. Aber jetzt. Was kommt jetzt für Scheiß?
Es sind ja wieder zwei, ne? Ich hol mal nur eine raus. Nochmal Stachis, ne? Ja, klar. Aber ich brauche, glaube ich, beide. Ja, moin. Der Typ ist doch komplett lost. Der Typ ist doch komplett lost. Man braucht beide. Was ein Arschloch. Okay, wir positionieren aber trotzdem erstmal diese hier. Was hiermit geschehen ist. Ah, bleib doch an Ort und Stelle, du Viech! Wie soll man das denn machen? Das ist so krank. Das ist so krank. Oh, meinst du, das reicht schon? Ich muss es versuchen. Ich muss es versuchen. Aber die fliegen jetzt gegensätzlich so. Oh, Bruder, yes, okay. Ja, das ist die Bam. Und er gönnt hier sogar noch ein Leben. Also ein bisschen... Ja, okay, okay. Wie beschreibe ich das jetzt? Das ist so ein Typ. Das bist du? Das ist er? Ihr kennt euch nicht? Ihr lauft auf offener Straße rum? Er boxt dich, random, ohne Grund. Du fliegst auf die Fresse, holst rum. Er geht runter. Hey, war nur Spaß. Hier, nimm 100 Euro. Tschüss. Und dann denkst du dir, ja, okay. Passt schon. Ich weiß nicht, ob ich disliken oder liken will, aber eigentlich like, eigentlich like. Auch wenn durchaus Hass aufgekommen ist. Bin doch auf die Stachis. Das geht doch in NSMBUD. Nee, 3DW nicht. Das geht hier nicht. Also ziemlich sicher geht's nicht. Da wird jetzt doch hier noch die nächste Map geklärt oder was? Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Schön tief stapeln. Max Karai, danke für 2 Münzen. Feiert euch nervös, mach weiter so. Klar, mache ich. Wobei, ich glaube, ich habe schon vorgelesen. Aimless ist Community-Mitglied geworden. Vielen lieben Dank. Und Susanne Helber hat 2,64 donated. Aimless eine Münze. Nein, abgelehnt. 2,22. Kommt noch ein Reloaded zu Luigi's Mansion 2. Also zum einen zeitlich nicht mehr möglich. Und zum anderen will ich das ja erst bringen, wenn es ein 4K-Spielbar ist. Und das ist noch lange nicht der Fall, leider. René Ackermann ist Community-Mitglied geworden. Und Sakul Talks ebenso. Danke euch zwei. Willkommen und viel Spaß mit den Emojis. War 2 Münzen da gelassen. Warst du schon mal in Österreich und wenn ja, wo genau? Ich hab's vergessen. Ich hab schon ein paar Videos drüber geredet, aber es ist so fucking lange her. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube Kitzbühel, aber ich weiß es nicht mehr. Das war irgendwie 5. Klasse Schule, Winterausflug. Ich weiß es nicht mehr. Shiriru, danke für 2 Münzlis. Das Level ist von einem Master of Art Design, bezogen auf das ganz, ganz furchtbare Level vorher mit dem Bowser, den fliegenden Pilzen und so. Luna 11, danke für die Community-Mitgliedschaft. Dagmar Siebert kommt gerade rein. Auch dir, vielen Dank, willkommen. Und Tobias Tobagen, 2 Münzen. Würde dir eine Salzstrecke in Mario Kart gefallen? Stelle ich mir schon ganz geil vor. Vor allem Nintendo hat ja in letzter Zeit diese Sandtextur so richtig gut drauf. Das könnte man einfach ummodellieren zu Sand, zu Salz. Würde voll geil aussehen. BTF. Ja. Zumindest mal ein Pilz. Danke. Oh.
Wir investieren mal 3 Leben. Das war jetzt das erste. Ich hoffe, er gibt einem regelmäßig Pilze, weil, puh, mit den 2 Leben die ganze Zeit durchhalten, weiß ich nicht, du. Kann man hier nicht... Scheißdreck, ich wollte halt direkt hier hochjumpen. Belastend. Diese 50er. Warte mal, mit diesem Goomba... Oder mit dir, Bruder. Als ob. Scheiße. Hallo? Komm, gönn. Digga. Ja, aber da komme ich ja auch nur hoch, wenn ich klein bin. Was soll das? Ich muss ein bisschen schneller machen. Es gibt nicht viel Zeit hier. Ich hasse es. Diese Dinger, ey, Junge. Wie ich sie hasse. Ach, man kann... Lol. Okay, wusste ich nicht. Man kann auch nach unten releasen. Ups. Ist klar. Was ist das? Moment, bin ich hier jetzt richtig? Da links? Ja, geil. Blind Jump ist da. Okay, bin da extra runtergesprungen, um die Kamera etwas abzusenken. Hat zum Glück funktioniert. Ist das ein Pilz? Nein. Denk mal, da unten kann man überall stehen, oder? Ach komm. Ist das böse. Muss mehr Risiko gehen. Leider sehr schlecht. Leider sehr schlecht. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier runterfall? Naja, ich will es nicht wissen. Aber spannend. Und tendenziell, der Level ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kann halt echt ein paar Sachen skippen, was ganz cool ist, aber... Okay, Glück gehabt. Dachte, der Flammenwerfer wäre schon längst wieder aktiv. Hm. Hat Angst, dass er die Stacheln rausholt. Macht er vermutlich auch gleich, oder? Dann halt nicht. Komm her. Ja, so einfach kann es halt sein, ne? Leider auch viel Pech in der letzten Situation gehabt. Das ist, ja, natürlich. Das Ziel. Natürlich kommt da das Ziel. Scheiße. Da hätten wir nicht zweimal sterben müssen. Aber hey, er ist ein Ehrenmann und gibt uns noch die 3 Leben voll. Dafür hat er sich auch Like verdient. Scheiße, hätte ich so oder so gegeben. Hätte ich so oder so gegeben. Ist echt ein gutes Level, aber man kann ein bisschen viel skippen. Ich weiß nicht, ob er das will. Denke mal nicht, dass es so gewollt ist, oder? Hätte er eher darauf achten sollen. Aber vom Grundaufbau ist Level ganz geil. Ja, ich habe halt einfach ein Leben zu viel verloren. Aber gut. Rang 1512 erreicht. Juhu.
No Name, danke für 3 Münzen über Tippi. Hey Tommy, könntest du Mario Kart... Ne, da haben wir schon. Haben wir schon. Sorry, Bruder. Janika, 10 Münzen. Hey Tommy, hatte eine richtig harte Woche in der Kanzlei. Psst. Wie sagt man dazu? Anwaltssekretärin? Steuerfach? Nein. Die Unterstützung für einen Anwalt. Dein Stream tut mir gerade richtig gut, auch wenn er für dich hart ist. Oder bist du Anwältin? Wenn ja, dann call me. Kann ich gut gebrauchen. Aber ja, gönn dir deine Auszeit, jetzt ist ja Wochenende. Maxni, danke für 5 Münzen. Hey, danke für deine zahlreichen, salzigen und skillreichen Momente. Na, mach weiter so, liebe Grüße. Die lieben Grüße gehen zurück. Salzig und skillreich war es heute, würde ich sagen. Und wir machen weiter. Knacken wir das 60. Level. Luigi Maker 1-2. Ah, Speedrun. Dann nicht. First Level. Oder... Muss das nur lesen und will direkt los. Warum bewege ich das Ding nicht? Ich bin ja total dämlich. Lololololol. Gibt's auch einen Pilz irgendwo? Schade. Steno-Gehilfen. So heißt das? Steuerfachangestellte. War das doch richtig? Das wollte ich vorhin sagen. Ich dachte, das wäre falsch. Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. Okay, gibt anscheinend mehrere Bezeichnungen dafür. Beim Notar war ich auch letztens. Erbschaftsvertrag geregelt. Sollte man immer machen, finde ich. Jetzt habe ich überlegt, ob ich noch einen weiteren Spruch droppe, der zum einen ein Witz ist, aber zum anderen auch Real Talk. Aber ich lasse es. Ich lasse es. Ihr könnt gerne rätseln, was ich meinte, aber ihr werdet nicht drauf kommen. Fürs erste Level sieht das nicht so schlecht aus. Ja. Schon. Er hat auf jeden Fall schon jetzt gelernt, wie man Dreck erstellt. Ja, doch. Also, diese Trampoline sind halt mal Dreck für mich. Aber hast schon recht. Grundsätzlich ist das Level eigentlich ganz, ganz süß. Ist das hier jetzt nur Bonus? Okay. Ja, moin. Ja, moin. Ja, moin! Jetzt ist er vom süßen kleinen Jungen zum Straftäter geworden. Eigentlich noch. Und wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Jetzt hier bitte den Witz. Nee, auf keinen Fall. Keinen Fall. Eigentlich kann ich nicht bringen. Mach nicht noch eine Scheiße hier. Wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da jetzt durch. Kapiert? Oh mein Gott. Hier auf jeden Fall oben lang. Ja klar, hört einfach auf zu scrollen. Was kommt jetzt?
Wüsste gerne, wie viel ich jetzt geskippt habe. Ich vermute mal nicht viel. Es ging dann nur um die Münzen. Wie verhält er sich? Wie verhält er sich da? Okay. Trau mich nicht. Mhm. Der Schrei war epic. Naja. Ach, komm schon, Alter. Hör auf. Ja, das wusste ich doch gleich. Aber ist mir scheißegal. Wir sind im und kriegen 3 Leben. Bäm! Sehe ich das richtig, dass wir gerade mehr Leben haben als zu Beginn des Streams? Toadette will einfach nicht sterben. Aber Mario stirbt gerade ein zweites Mal, habe ich das Gefühl. Jerrister! Vielen Dank für deine Community-Ehrenmitgliedschaft. Ich glaube, es gab noch nie so viele Ehrenmitglieder wie heute. Nice. Und schön, dass man das jetzt sieht. Das ist echt eine sinnvolle, geile Neuerung von YouTube. Auch wenn es längst überfällig war, aber gut. Bist einer der besten YouTuber, die ich kenne. Grüße aus Duisburg. Danke dir, Martin Koch. Und Grüße gehen zurück nach Duisburg. Let's go! So, noch 4 Level und die nächste Map wäre cleared, Alter. Vielleicht schaffen wir ja doch noch die 100 Level. Dafür gibt's ja dann ein Kostüm. Nee, schaffen wir nicht. Kein Fall. Room of Doom, oder was? Nee, of Desert. Nee, auch nicht. Room for Desert. Lern lesen, Alter. Nein. Ja, wobei, wenn die da immer warten... Da rein. Mhm. Ich kann den Witz nicht erzählen, Leute. Es wäre viel zu privat. Es tut mir leid. Vielleicht irgendwann in der Zukunft, aber aktuell geht es nicht. Fliegen die? Ja, natürlich fliegen die. Fliegende Palmen. Wer kennt sie nicht? Gar nicht mitbekommen, dass du streamst. Dann hast du die Glocke nicht aktiviert. Nein. Geht ja nicht immer raus, aber... Also zumindest nicht bei jedem. Gekommen ist sie. Das habe ich gesehen. Und wenn du sie wirklich nicht aktiviert hast, dann... Beißt. Geht eigentlich auch noch klar, das Level bis jetzt. Es ist nicht schön. Unbedingt. Aber kann man machen. Ich habe halt nur immer Angst vor diesem Drecksauto, weil man halt nie weiß, muss ich springen oder nicht. Aber die Münzen zeigen eigentlich an, dass man springen muss, ja. Okay. Checkpoint. Ach, jetzt kommt noch mehr von diesen Jumps, nur unfairer, oder? Okay. Wobei es auch noch klar geht. Da rein. Also wir haben schon die 3 Leben voll, ich muss keine Münzen mehr sammeln. Auch das Level muss geschafft werden. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ist das Ziel? Yes! Das ging voll klar. Geil, Alter. Geil! Super M hat zum Minute die Ehrenmitgliedschaft aktiviert. Willkommen und vielen Dank dir. Gibt es eine Möglichkeit, dass... Naja, also illegale Sachen kann ich jetzt hier nicht beraten. K
kaufe das Spiel einfach für die Switch, Fenris Watch. Ja, like. Was anderes, hab eben dann Portal und P, dann hört die Nachricht auf. Ich schätze mal, du hast das Let's Play geschaut. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich schaue täglich in den Upload-Plan, dann bin ich immer am Start beim Streambeginn. Das ist auch eine gute Entscheidung. Zwar ändert sich die Zeit häufiger mal, aber Upload-Plan ist beste Anlaufstelle für alles, was diesen Kanal betrifft. Und Twitter. Und Instagram. Und Face. Nee, nicht mehr. Muss los. Ja, moin. Alles klar. Line Jump ist da. Okay. Ging noch. Was kommt jetzt für ein Mist? Ich will einfach los. Kann ich mit ihm mal leihen? Danke dir. Okay, ersten Screen geschafft, aber wenn es so weitergeht, dann... Ja, moin. So. Warum dachte ich gerade, die würden in der Luft rumfliegen? Ach so, vielleicht weil Blooper auch in der Luft rumfliegen können? Und jetzt noch ein Bosskampf? Das ist wirklich nicht schwer. Das darf nicht wahr. Das darf einfach nicht wahr sein, dass ich mich darauf treffen lassen. Willst auf Ehre? Danke dir. Aber ich muss diese dummen Situationen einfach abstellen. Moment, warum bin ich wieder hier? Ach so, nee. Ich dachte, das wäre dieselbe Stelle wie vorher mit diesen Pickelkäfern, aber alles gut. Muss ich rund? Keine Ahnung. Ja, doch, muss ich. Gut, dann schauen wir mal nach unten. Morgen kommen zwei Parts Markatur. Aktuell geplant. Schauen wir mal. Okay. Ich dachte, er hätte mich jetzt hier verarscht oder so. Sagst du zum Müller-Abgang bei FC Bayern? Ich glaube nicht, dass da was bestätigt ist. Und so Gerüchte... Den Arsch. Aber... Kann man ja mal generell was zu sagen. Ich glaube... Könnte auch nicht Bayern-Fans interessieren. Mache ich aber, wenn ich mit dem Devil durch bin. Na komm, beende jetzt. Macht er? Warte, was kommt da raus? Stirb! Stirb, du Unkraut! Juhu! Geil! Zwei Leben noch dazu. Also, Müller und Bayern. Also, er ist auf jeden Fall eine Identifikationsfigur für den Verein, für die Fans und wichtig. Immer gewesen. Nicht unbedingt der Bilderbuch-Fußballer, wie man ihn sich vorstellt, aber gerade durch seine unorthodoxe Art auch. Ja, unberechenbar gewesen. Allerdings ist das in letzter Zeit halt nicht mehr ganz so der Fall. Er ist aus der Nationalmannschaft rausgeflogen, auch wenn ich das nicht gut fand. Er hat bei Bayern schlechtere Leistungen gezeigt. In letzter Zeit war er wieder besser, muss ich sagen. Aber Konkurrenz schläft nicht. Und ja, es ist einfach schwer für ihn, da jetzt noch einen Platz zu finden. Dementsprechend ist eine schwierige Situation. Man sollte ihn auf keinen Fall rausekeln, aber... Also das wäre halt absolut 31er. Aber er muss halt auch einfach realisieren und akzeptieren, dass die Konkurrenz super stark ist. Und ein Stammplatz halt nun mal nicht mehr gesichert ist. Es war was Ähnliches wie mit Schweinsteiger damals. Der wurde dann so ein bisschen... Habe ich das Gefühl gehabt, von Guardiola verscheucht. Das fand ich auch asozial. Aber...
man muss es halt einfach akzeptieren und vor allem er muss es akzeptieren, dass er nicht mehr erste Garde ist. Das ist kein Disrespect oder so. Das ist halt nun mal... Scheiße. Auch irgendwo normal, dass man nun mal irgendwann abdankt. Ich halte ihn immer noch für eine sehr, sehr gute Option, um ihn reinzubringen, aber von Beginn an... Nein. Und klar, also... hat er den Anspruch, dauerhaft zu spielen. Und wenn er sich dann entscheidet zu gehen, dann respektiere ich das. Vielleicht ist es auch besser für ihn. Aber dann sollen sie das bitte seriös über die Bühne bringen. Ach, ich habe ja noch eine Blume. Echt? Was soll ich von dem Level halten, Alter? Hat? Ja, voll. Dortmund ist das Beste. Im inkonsequent spielen, meinst du? Spaß. Bayern-Saison ist auch nicht gut. Das war aber letztes Jahr auch schon so, ne? Also, so, also beide schwächeln übelst. Was nimmt denn das jetzt für seltsame Wendungen hier? Pfeil zeigt nach unten. Ja, geil. Ich, lol. Sehe halt einfach nicht, was da kommt. Fair ist anders. Aber das Level hatte ja auch recht viel Gegner gespammt. Von daher war das so oder so nicht fair. Jetzt haben wir auch leider sehr bald die Zeit als Thema. Wird Bayern Meister? Puh. Voll, was zur Hölle. Ich denke, es wird ähnlich spannend wie letztes Jahr. Ob mit Dortmund, weiß ich nicht. Vielleicht sogar mal mit jemand anderem. Oder vielleicht auch mehr als nur die zwei. Wäre auch mal ganz geil. Ach, was ist denn das? Was soll man hier machen, Alter? Was eine Scheiße. Oder bin ich jetzt down? Ach, man soll da runter. Ich dachte, da ist mein RIP. Fuck, da war eine Blume. Auch eine Blume. Ja, ich muss jetzt riskieren. Die Zeit geht mir aus. Ich muss riskieren. Oh, da ist ein Boss. Da ist ein Custom-Boss. Er muss... Scheiße. Sieg werden. Oder wir müssen einfach an ihm vorbei. Blume ist weg, auf jeden Fall. Kann ich jetzt überhaupt noch durch, irgendwie? Ja, kann ich. Schnell! Wow! Was? Hä? Hier doch nicht safe? Oh, Bruder. Was ist das für ein Scheißlevel? Wo soll denn der Ausgang sein? Okay, vielleicht hier. Kannst nicht fassen, dass ich nicht getroffen wurde. Alter, ich kann es nicht fassen, dass wir das geschafft haben und ich nicht getroffen wurde. Hier, der Skiller. Spaß. Braucht ein bisschen Glück dabei natürlich. Aber läuft. Union wird Meister. Oh. Warum nicht? Also ganz ehrlich, ich würde es auch feiern, wenn ein Außenseiter sich das mal holt. Die 6 oder 7 Meisterschaften, die wir jetzt in Folge haben, sind schön und gut, aber ich finde, wenn mal jemand, also wenn es mal nicht klappen sollte, wird die Meisterschaft auch wieder etwas gewichtiger. Von mir aus kann gerne, weiß ich nicht, irgendein Hinz und Kunz Meister werden und von mir aus auch Dortmund den Pokal gewinnen. Aber Champions League gehört Bayern. Bam, baby. Das ist schon geil. So, noch ein Level. Krass, hätte ich echt nicht gedacht.
Silver vor Fox for the win. 2 Münzen dagelassen. 3-mal ein bisschen Trinkgeld für meinen Lieblings-YouTuber. 3-mal? Okay. Verstehe ich nicht ganz, aber danke. OMG, Skiller. OMG, das Level war komisch aufgebaut. Ja, total. Aber als da unten dieser Boss war, habe ich mir schon fast gedacht, das soll so eine Art Kerker darstellen. Also lieber wieder rauf. Mit Glück noch den Ausgang gefunden. Holy shit. Warst du jemals in Mönchengladbach? Nee. War ich nicht. Frankfurt. Stimmt, die Frankfurter sind mir ganz sympathisch geworden in letzter Zeit. Ja, mal gucken. Schalke-Kapper. Hi, da bin ich endlich mal rechtzeitig von der Arbeit weggekommen und konnte endlich mal live deinen Stream schauen. Sonst kann ich den immer nur als Upload gucken. Die Münze gibt's auf Ehre. Danke, Darestrix, für die 3 Münzen. Und schön, dass du es geschafft hast. Aber heute streamen wir ja auch später als sonst. Sakul Talks, 3 Münzen da gelassen. Was hältst du über Behinderung? Frage, weil ich selber geistig behindert bin. Kann ich jetzt nicht ganz ernst nehmen, die Donation. Aber was soll ich davon halten? Weiß nicht. Also ich kann diese Frage wirklich nicht ernst nehmen. Ich glaube, da will mich jemand ein bisschen trollen. Tobias Tobagent, 3 Münzen, danke. Würde dir eine Salzstrecke in Ja, die Frage hast du ja schon mal geschickt auf Superchat. Und Commander Mewtwo ist durch Twitch Prime Sub geworden. Ehrenmann. Aesthetic. Zwei Münzen. Moin damit. Mario Kart 8 mit Monte wäre mal wieder geil, falls es möglich ist. Naja. Ich hab's ihm zwar mal angeboten vor ein paar Monaten. Kam keine Antwort. Rossi, danke, 20 Münzen. Guter Mann, weiter so. Vielen Dank fürs Lob. Ah, und da ist er nochmal, der Darestrix. Ist meine erste Donation angekommen. Ja, ist sie. Danke dir. Aber ich hinke halt ein bisschen hinterher, deswegen dauert es mit dem Vorlesen. Speedy Dragon, 3 Münzen, Ehrenmann und Janika nochmal mit 5. Ich bin noch nicht ganz Anwältin, aber auf dem besten Wege. Also, du weißt, ne? Call me. Ich hoffe jedoch, dass du meine Hilfe niemals benötigen wirst. Da hoffst du leider falsch. Also gut, kommt natürlich drauf an, was du für ein Gebiet hast. Aber ich habe das Gefühl, ich werde Anwälte in nächster Zeit noch häufig brauchen. Momo, danke für 3 Münzen. Guten Abend. Dummy, wirst du die neue Trine 4, meint er. Okay, war ein bisschen komisch formuliert. Kommt als Let's Show. Jan Steiner ist Community-Mitglied geworden. Petma Twitch Prime Sub aktiviert. Vielen Dank. Und Linda Erdöder fragt: Bester YouTuber, seit wann streamst du? Ich habe gerade erst eingeschaltet. Um 20.45 Uhr. Also schon eine Weile. Aber ja. Läuft. Ich dachte, wir sterben. Aber wir sterben nicht, Baby. Machen die 100 Level voll. Tobias, gestern 3, heute auch 3 Legendäre bekommen in Markatur. Meinen 5 Euro kannst du in MK investieren, klebt noch mein Lack dran. Ah, ich überlege echt, ob ich den Goldpass erweitern soll, ne? Schauen wir mal. Wobei ich ihn vielleicht kurz aussetzen werde und am Ende der Tour nochmal aktivieren werde. Man kriegt ja dann die Geschenke trotzdem. Aber das sehen wir dann, wenn's soweit ist. What the fuck? Qualität! Das ist deutsche Qualität, oder? Nee. Japanische Qualität. Joa. Was hältst du vom Aufstieg von Union? Ja, grundsätzlich natürlich cool. Warum nicht?
Oh, Vorsicht, was passiert hier? Moment, wenn ich da jetzt... Kann ich da wegfliegen, oder? Ja. Geht's hier um irgendwas? Nee, keine Zielbedingung. Was ist das für ein Shit? Der kann das ja nicht. Ne? Wir gehen oben lang, denke ich. Warum war das klar? Okay, wir riskieren einfach mal alles. Und... gewinnen! What the fuck? Was ein Shit? Aber egal! Map ist gecleared! Was ist hier los? Toadette rastet komplett aus und schafft 64 Level! Leute, 64! Nintendo 64! Wow. Und vor allem Leben plus gemacht. Um 10, glaube ich. Krasser Scheiß. Weltrangliste 1427. War mir so sicher, wir sterben heute. Aber die sagt sich einfach so, nö. Nö, wir machen die 100 Level voll. Wir schaffen die 100 Level und schalten das Outfit frei. Bam. Krass. OMG, was passiert hier denn? Petma, One Zero Place und Mr. M. Lurk haben alle drei das Twitch Prime Sub aktiviert. Ja, sozial. Danke, Mann. Und... Will Sam, eine Münzli, danke dir. Hey, Domi, was hältst du vom neuen Film El Camino? Fragt Lucia93. Stehe ich gerade auf dem Schlauch? Weiß nicht, was du meinst. Der Breaking Bad Film. Naja, ich muss die Serie erstmal komplett durchgucken und dann schaue ich den Film. Daher kein Plan. Aber ich schätze mal, der wird ganz gut sein. Fabian Wild, zwei Münzlis. Dankeschön. Und Eric Black ist Domunity-Mitglied geworden. Sozial, sozial. Maurice Omolo und Renate Ruß ebenfalls Domunity-Mitglied geworden. Dagmar Sieber, zwei Münzen. Susanne Helper, 5. Und Frage, hey Domi, Lust mal wieder Cuphead zu spielen? Ich habe es schon durch und fand es gar nicht so schlimm. Wenn der DLC 2020 kommt, dann kommt auch nochmal Cuphead. Aber bis dahin müssen wir warten. Ja, machen wir heute an dieser Stelle Schluss. Wenn es gefallen hat, dann könnt ihr das zeigen. Technik? Willst du nicht? Ah, geht doch. Und ich fand es auf jeden Fall sehr geil. Hat viel Spaß gemacht. Erfolgreiches Ergebnis, was ich nicht gedacht hätte. Freut mich aber sehr. Trotzdem, ich glaube nicht an die 100 Level. Ich glaube nicht an die 100 Level, aber wir machen uns mal, weiß ich nicht, 77 Level als Ziel, weil das ist die nächste Schnapszahl. Ne, stimmt nicht, 66 wäre es, aber ich gehe mal davon aus, dass wir 2 Level schaffen mit 26 Leben. 77 ist die nächste Schnapszahl, die wir erreichen wollen und ja, dann mal schauen, ne? Mal schauen. Schönes Wochenende euch, schöne Nacht. Oder gute Nacht, schöne Nacht klingt ein bisschen pervers, so ein bisschen. Gute Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.